Der erste Redner kommt natürlich von der FDP. Es ist ja auch ein Antrag der Liberalen, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir feiern dieser Tage ein weiteres Jubiläum. 10 Jahre Schuldenbremse im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Entscheidung vermeintlich nur finanzpolitischer Natur, aber zentral für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, meine Damen und Herren. Und erinnern wir uns mal zurück. Vorausgegangen waren Jahrzehnte der Verschuldung in diesem Land, kurzfristige Politik zulasten der zukünftigen Generation und der Gipfel im Jahr 2000, der bewusste Verstoß einer rot-grünen Bundesregierung gegen die Verschuldungskriterien von Maastricht, meine Damen und Herren. Jede Bundesregierung hat ihren Anteil gehabt. Das war der Gipfel. Rot-Grün hat damals gezeigt, man braucht sich nicht an Recht und Gesetz halten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Schuldenbremse jetzt im Grundgesetz haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das zeigt politische Absichtserklärungen. Herr Kollege Schneider, politische Absichtserklärungen, die bringen nichts, wenn nicht einmal eine europäische Vereinbarung Politiker von immer neuen Schuldenmachen abhält. Deswegen war das damals ein riesiger Fortschritt, als im Jahr 2009 die Forderung der Freien Demokraten aus den 1990er Jahren, eine Schuldenbremse einzuführen, eben Verfassungsrang erhalten hat. Wir erleben aber heute, dass genau diese Schuldenbremse wieder infrage gestellt wird. Die Kollegen der Linkspartei waren schon damals dagegen und halten sie heute für überflüssig. Das ist interessant, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Aus der SPD hören wir vermehrt Stimmen, die schwarze Null, riesiger Fehler, man müsse eigentlich mit der Schuldenbremse Schluss machen. Und jetzt kommen die Kollegen der Grünen, der politische Geschäftsführer Michael Kellner fordert tatsächlich eine Aufweichung der Schuldenbremse. Meine Damen und Herren, das sind genau die drei Parteien, die sich jetzt anschicken, im zwar kleinsten, aber überschuldesten Bundesland, nämlich Bremen, auch noch Regierungsverantwortung zu übernehmen und die Wahlverlierer Carsten Sieling wieder zum Bürgermeister zu wählen. Sie sind das. Sie sind die Verschulder in diesem Land, um das in aller Klarheit zu sagen. Und da wird immer wieder behauptet, die Schuldenbremse verhindere Investitionen. Das ist totaler Quatsch, meine Damen und Herren. Die Schuldenbremse macht keinerlei Vorgaben, dass die hohen Steuereinnahmen gerade der letzten Jahre mehr für Konsum und weniger für Investitionen ausgegeben werden sollen. Das, meine Damen und Herren, das, was die Bundesregierung, ich sage das auch in Richtung der Staatssekretärin, das, was die Bundesregierung hier seit Jahren vorlegt, nämlich Haushalte mit niedriger und immer niedriger Investitionsquote, das ist nicht das Ergebnis der Schuldenbremse, das ist Ergebnis schlechter Politik der Großen Koalition, um das auch klar zu sagen. Und das schreibt Ihnen ja schon der Präsident des Bundesrechnungshofes ins Stammbuch. Der sagt, nicht die Schuldenbremse macht die Investitionsquote dieser Bundesregierung so schlecht, sondern es ist die Politik in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir sollten an der Stelle mehr auf den Präsidenten des Bundesrechnungshofes hören. Das sollte man unterstreichen. Und was jetzt droht, gerade nach den Erschütterungen bei einem der Koalitionspartner, nämlich der SPD, vom vergangenen Wochenende und der Rücktritt der Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Jetzt wird doch Folgendes, nämlich, dass die Handlungsunfähigkeit der Großen Koalition auch noch mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zugeschüttet werden soll. Allein in den letzten Jahren war das schon der Fall. Ich will das nur drei Beispiele nennen. Das Baukindergeld, nachweislich wirkungslos. Da ging es nur um linke Tasche, rechte Tasche, anstatt beim Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer was zu machen, wirklich den Familien zu helfen. Zweites Beispiel. Grundrente, Forderung der SPD, Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, das verhindert nachweislich keine Altersarmut in Deutschland, meine Damen und Herren, aber es schadet den zukünftigen Generationen, weil es zulasten der Steuerzahler erneut geht. Und dann der nationale Kohleausstieg, der Nachweis war, nichts für das Klima in Europa und in Deutschland winkt, weil die Emissionen europäisch gesteuert werden, aber ganze Regionen vom Steuerzahlertopf abhängig machen wird. Nein, meine Damen und Herren, es darf nicht der Steuerzahler sein, der diese große Koalition noch zusammenhält. Das darf nicht passieren. Und deswegen zum Schluss, Herr Präsident, will ich das in Richtung der Kollegen und Kollegen von CDU und CSU sagen. Nehmen Sie die mahnenden Worte der Europäischen Kommission dieser Tage ernst. Die schreiben Ihnen zwei Dinge ins Stammbuch. Erstens, Deutschland hat zu hohe Steuern, was Investitionen in Deutschland bisweilen verhindert. Und zweitens,
Deutschland hat zu niedrige Investitionen, auch der öffentlichen Hand, meine Damen und Herren. Das sind die Fehler der Großen Koalition. Es ist nicht die Schuldenbremse. Deswegen zum Schluss, wir dürfen sie nicht aufweichen. Im Gegenteil, sie braucht ein Update, sie muss härter gemacht werden. Wir brauchen gleiche Maßstäbe auch mit den Bundesländern. Und am Ende des Tages müssen Verstöße gegen die Schuldenbremse im Grundgesetz auch sanktioniert werden können. Das ist zukunftsfähig, das ist für zukünftige Generationen. Aber die dürfen nicht dafür in Haftung genommen werden, dass Sie weiter auf den Regierungssitzen Platz nehmen wollen. Vielen Dank.